Ein Hallo und ein herzlich willkommen zurück zu Pokémon Y Edition im heutigen Part, die Pflanzenarena. Dazu müssen wir hier hochklettern. Yeah! Und uns einen Weg aussuchen. Ich weiß leider gerade nicht genau, wo wir lang müssen. Ich habe die Arena nur einmal in meinem Leben gemeistert, beziehungsweise doch nur einmal. Aber das habe ich mit einem anderen auch. Ich glaube, oder habe ich die schon zweimal gemeistert? Ich weiß gar nicht, habe ich das Spiel schon zweimal durchgespielt? Auf jeden Fall ist es heute ein weiteres Mal. So, Flower Power, spüre die Kraft von Mutter Natur. Wie erwähnt, ist es eine ganze Arena voller Pflanzen-Pokémon. Und da ein Naruto-Easter Egg. Es ist Guy. Ist es etwa Might Guy aus Naruto? Das wird er bestimmt sein. So. Ich finde es leider ein bisschen enttäuschend, dass wir noch keine richtigen Feuerattacken haben. Das wäre, glaube ich, ein bisschen praktischer, als dass wir hier mit unseren kleinen Glütchen rumgammeln. Aber Vegeta ist besiegt und das reicht aus. So, Guy ist besiegt. Ja, ich weiß, ich habe verloren, aber ich spare mir die Kräfte für Akatsuki. Genau, das mache ich. So. Dummer Guy. Nee, Guy ist cool. Niemand darf was gegen Guy sagen. Der ist cool. Besser als Kakashi. Ja, ja. Das sage ich jetzt auch nur, um irgendwie eine Hasstirade auf mich zu bringen. Oh, habe ich keine Feuerattacke hier bei mir? Das kann doch nicht sein. Ach nee. Dann hoffe ich mal, dass unser Fiaro irgendwann mal was lernt, denn irgendwie mit diesen schwachen Feuerattacken. Oder Moment. Ich habe die Idee. So. Fiaro erlitt einfach Fliegen. Das ist die Idee. So. Wieso bin ich nicht vorher darauf gekommen? Da wir Fiaro eh benutzen wollen, um ein bisschen rumzufliegen, würde ich sagen, ist das wohl eine sehr gute Strategie eigentlich. So, Ich hätte, glaube ich, eher Schnabel loswerden sollen. Der Dreschflieger könnte nützlich sein, aber jetzt ist zu spät. So, was haben wir hier? Ich glaube, ich bin richtig gegangen. Oder? Wisst ihr, wenn ich hier hingehe? Es hängt einfach nur runter. Hätte ja sein können, dass man irgendwie da runterklettern kann. So, jetzt natürlich wieder die Frage, wo möchte ich lang? Möchte ich hoch? Möchte ich nach links? Ich gehe nach links. Und hier geht's runter. Ach herrje, ich laufe im Kreis. Und da ist ein weiterer Ranger. Ich werde die Freude am Sieg über dich mit meinem Pokémon teilen. Über Facebook und Twitter und Google Plus und hast du nicht gesehen. Denn ich bin's. Elodie. Elodie von Googlestein. Hier. Rot ist für Google Plus, blau ist für Facebook und Twitter. Seht ihr dieses Pokémon? Und das Grüne ist einfach nur der Mensch, der sich nicht entscheiden kann. Welche soll er wählen? Ich weiß es nicht. Ach ja. Vor allem, diese ganzen Social Networks sind eh für mich der letzte Mist. Ohne Scheiß. Also, auch wenn ich selber, ja, ich habe Facebook, bla bla bla. Ja, ich habe Twitter, bla bla bla. Ja, ich hab's zerfickt und wurde vergiftet, bla bla bla. Ist es für mich echt der letzte Mist? Ich finde, nee. Bist du damals in so einer Zeit, wo es kein Facebook gab, ja? Ich frage mich, wenn die Leute heute, also von heute, die Leute, so ein netter kleiner Peter, 18 Jahre, hat gerade sein iPhone 6 bekommen und sagt nur so, boah, Mama, erstmal Facebook, da kann ich dir eine Freundschaftsanfrage stellen und dann sind wir Freunde, Mama. Oh, toll, mein Sohn. Ich nehme aber nicht an, weil ich dich hasse. Ja. Nein, das war jetzt kein Gespräch mit meiner Mutter, wobei es eigentlich zutreffen könnte. Auf jeden Fall, stellt euch mal vor, und dann sitzt ihr jeden Tag im Facebook. Ich meine, das ist echt so, ne? Also die meisten Leute, die ich sehe, die Facebook haben, die gucken bestimmt jeden Tag drauf. Das merke ich auch mir selber. Ich habe damals kein Facebook gebraucht und irgendwie habe ich es dann irgendwann mal eingerichtet und irgendwie gucke ich heutzutage jeden Tag einmal rein.
Ich weiß nicht warum, es ist komisch. Ich fühle mich. Es ist irgendwie. Ja, wie so eine Droge, keine Ahnung. Ich kann es schlecht erklären. Ich habe so ein Gefühl, man muss irgendwie reingucken. Als ob irgendwas Wichtiges über einen da drin steht. So Hasstiraden und sowas in der Art, ne? Wisst ihr Bescheid? Nee, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also, ich finde es auf jeden Fall seltsam. Ich wünschte mir, ich wäre nie so weit gegangen. Denn eigentlich brauche ich kein Facebook. Ich habe auch so Freunde. Wobei, wenn ihr das Video zum Beispiel guckt, YouTube ist ja auch eigentlich in der Ansicht nicht unbedingt was anderes, oder? Ich meine, YouTube ist jetzt zwar kein Dings, kein Ort, wo man einfach, ja, jede Sache postet, wie zum Beispiel, habe gerade 5 Kelloggs gegessen, fühle mich wieder wie eine fette Sau. Ach, Herr Jesus, cool. Und dann kriege ich dafür 500 Likes und 14 Leute teilen das. Und 2 Kommentare, fress noch mehr Kelloggs und, oh, voll scheiße von dir, dass du mir keinen abgibst. Und so weiter und so fort. Wenn ich das mal so überlege. Nee, das ist, glaube ich, nicht. Wobei es aber ziemlich nah kommt. Müssen wir echt zugeben. Also, wenn man ein Video posten, also ein Video hochladen, ist ja eigentlich in dem Fall wirklich nichts anderes als, ja, ein Post auf Facebook setzen. Wenn ich mal so generell darüber nachdenke, das klingt jetzt, sagt ihr, ey, Maso, was denkst du denn für eine Scheiße da aus? Aber überleg doch mal, wenn wir es ausgehen von wegen, Marcel postet Penis auf Facebook. So. Dann kriegt es entweder Likes, jemand kommentiert es oder jemand teilt es. Das heißt, es gefällt ihnen, andere sollen es auch sehen. Alles Dinge, die man auf YouTube auch machen kann. Halt nur, dass der Post kein Post ist, sondern einfach nur ein Video. Und dass ihr euch. Und dass ihr es nicht durchlesen müsst, sondern dass einfach nur der Maso es euch vorspricht. Ja, ja. Sieht ganz so aus, als würdest du und dein Team noch besser miteinander harmonieren als wir. Ich glaube echt, das ist so eine kranke Theorie, aber ich glaube echt langsam. Wenn die Zeit kommt, ne, dann wird auch das ganze Scheißteil YouTube, Facebook und alles zusammenbrechen und wird nichts mehr sein. Und dann wird die Menschheit zugrunde gehen. Dann werden wir wieder mit Keulen rumschwingen und Uga schreien und uns freuen, wenn wir eine Ente getroffen haben. Ja, okay, ich glaube, so weit geht's nicht zurück, aber. Hey! Ich meine, die Dramatisierung ist eigentlich in der Hinsicht cool. So! Unser Fitzel wurde zu Kwajutsu und es möchte Wasserschuriken lernen. Wie stark war Wasserschuriken nochmal? 15, das heißt bis zu 75 KP. Dann würde ich sagen, weg mit dem Blubber. So. Warte, wo sind wir jetzt gekommen? Ich glaube, wir müssen hoch, ne? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht, ich habe es, glaube ich, schon wieder vergessen. Aber ich glaube, wir sind gleich da. Tatsache! Wir sind irgendwie nach oben gekommen. Na, mein Kind, ich werfe in der Schere. Was machst du? Och, wer haben wir denn hier? Ich bin Amaru, der hiesige Arenaleiter. Ich habe vor 30 Jahren diesen Baum hier erklungen. Nur leider kam ich nicht mehr runter. Die Altersschwäche hat mich hier oben festgehalten. Und jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie ich hier runterkomme. Es tut mir innerlich sehr leid, aber bald werde ich sterben. Oder brauche ich einen neuen Arenaleiter? Wie wär's mit dir? Aber erstmal musst du mich gegen mich kämpfen. Ja, ich habe jeden Grashalm, aus dem diese Anlage besteht, eigenhändig ausgesucht. Du kannst es als kleines Vorgeschmack auf meine Stärke verstehen. Und jetzt bekommst du die volle Packung. Yeah, volle Packung Gras. Ah, kriegt man selten. So, Arenaleiter Amaru. Der Typ, der den eingewachsenen Bart hat. Ach, der fängt ja mit Papunga an, ne? Das ist ekelhaft. Ja, aber wir haben uns gerettet, auf jeden Fall. Und dann sollte ich, glaube ich, gleich mal meine Vergiftung heilen. Bam! Stirb, Papunga! Alter, unser Fiaro macht das Ding hier echt zu, ne?
So. Der Rest des Teams erhält auch Punkte. Absoluter Recht Level 33 nebenbei. Und versucht Schwerttanz zu erlernen. Das ignoriere ich mal gekonnt. Auch wenn Schwerttanz eine hohe Angriffs... ja, einen hohen Angriffswert... Beziehungsweise den Angriffswert hoch erhöht. Oder erhöht, halt stark erhöht. Ignoriere ich es doch etwa. So, als nächstes kommt Chevron. Und wir kämpfen weiter. Hallo, Chevron. Geht's dir gut? Ich hoffe doch mal. Ich muss mir kurz mal einen Hypertrank reinwerfen, den ich nicht besitze. Ich besitze gar keinen Trank. Ich habe einen Beleber. Och je. Ach, du heilige Scheiße. Masa, der Typ, der einfach ohne Equipment in die Arena geht. Wenn mich das jetzt nicht tötet, bin ich zufrieden. Hey! Bam! Oh, ist überlebt. Und Fiaro stirbt. Das war vorherzusehen irgendwie. Nun ja, Chivarum überlebt noch, aber das ist kein Problem. Wir haben Phinexis und Phinexis sollte eigentlich mit Magieflamme und ein bisschen Glut und ein paar Psychoattacken das Ding hier, festmachen. Aber erstmal gibt es eine Heilung. Das habe ich schon irgendwie vorher gesehen. Immerhin ist es ja ein Pokémon von einem Arena-Leiter. So, Abracadabra, Simsalafeuer. Okay, das stirbt wohl direkt. Auf Wiedersehen. Adabekidabra. Ja, jetzt ist der Chivrum für immer tot. Merkt ihr das? Warte, wie hieß er nochmal? Oh, ich brauche seinen Namen nochmal, damit ich einen Witz machen kann. Amaro. Hier ist Voldemort, aber das klingt scheiße. Schade. Waldemar! TK weiß genau, was ich meine. Ach Gott. Ach, das ist schön. Ich mag Insider, aber leider ist auf YouTube halt einfach der falsche Ort dafür, wenn Leute das Video gucken, dann denken sie erstmal, hä, Waldemart? Wer ist Waldemart? Ja, da kommt das Harry Potter und hat eine eingedrückte Nase und lacht etwa hö, hö, hö und so. Die Freundschaft zu einem Pokémon bedarf viel Liebe und Geduld. Ich habe 30 Jahre hier oben verbracht und habe kein bisschen davon gelernt. Was für ein fulminanter Kampf. Dein Team vertraut dir und du vertraust deinem Team. Als Zeichen deines Sieges vielleicht den Blattorden. Das ist dieser Orden hier. Guck mal. Er ist... nett. So. Mit dem Blattorden kannst du auch außerhalb der Kämpfe die VM-Attacker Fliegen einsetzen. Außerdem gehören dir jetzt alle Pokémon bis Level 60, sogar per Tausch erhaltene. Oh, und das ist auch noch für dich. Strauchler hat ja kein einziges Mal eingesetzt, aber wir kriegen's. Die TM-Attacke Strauchler habe ich von Silvana aus Ewigenau geklaut. Ja, das habe ich. Denn die gibt es in Platin auch. Ich glaube, in Pokémon Diamant und Pearl gibt sie was anderes, ne? Kann sein. Und zu Fall bringen. Je schwerer das Ziel, desto größer ist der angerichtete Schaden. Manche Pflanzen gelingt es im Wachstum, selbst Asphaltdecken zu durchbrechen. Das ist eine Art von Stärke, nach der ich strebe. Du willst den Asphalt durchbrechen, am besten mit deinem Gesicht? Komm nach draußen und ich zeig dir, wie es geht. Oben ist übrigens ein Item, ich will das Item haben. Guck dir da oben. Oh, was sind das denn, Pokémon? Es sind nur drei Bälle, genau was auch er im Team hatte, ne? Whee! Zensur in Deutschland! Niemand hat gesehen, dass ich darin vergewaltigt wurde. Ich will zu meiner Mami. Ich hab gewonnen. Ich glaube, ich werde gleich erstmal aufgehalten, ne? Ich glaube schon, aber guckt euch mal die Zeit an. Wir sind ziemlich gut durchgekommen. Aber wir haben viel Scheiße gelabert, so wie ich immer tue. Aber hey, Hauptsache wir sind durch. Und damit haben wir den vierten Orden und somit haben wir eigentlich schon die Hälfte fast geschafft. Wobei man jetzt sagen muss, die Hauptdinge kommen jetzt. Ich denke mal, das Spiel ist ab dem fünften Orden wirklich zur Hälfte durch. So, hohe Nachricht erhalten. Ich bin's wieder.
Ich habe von Professor Platan gehört, dass du die Mega-Entwicklung gemeistert hast. Meine Glückwünsche zu dieser tollen Leistung. Damit hast du den Grundstein für eine noch glanzvollere Karriere gelegt. Der Schmutz von gestern lässt sich nicht mit dem Schmutz von morgen überdecken. Wenn du nach einer neuen, reinen Welt der Schönheit strebst, gibt es nur einen Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Nimm diese Worte als Denkanstoß mit auf deinem Weg. Ich bin Floridelius. Ja, ich bin irgendwie komisch. So. Ach, da bist du ja eigentlich. Ich bin's, Batman und Batwoman. Haha, tut mir leid, sind für dich, haha. Wir wollten dich nicht in Verlegenheit bringen, deswegen haben wir uns gerade noch demaskiert. So, wir haben gar nicht wirklich auf dich gewartet. Wir waren im Auftrag von Professor Platan unterwegs zum Kraftwerk. Aber das Tor zwischen Illumina City und Route 13 ist aufgrund eines unerklärlichen Stromausfalls geschlossen. Wir müssen diese Sache auf den Grund gehen. Also gut, du hast bereits die Zentral- und den Küstenbereich des Carlos-Region bereist. Was fehlt also noch auf der Liste? Ganz richtig, der Gebirgsbereich. Warte, ich erweitere deinen Pokédex gleich mal um den fehlenden Bereich. Und dazu muss ich nicht mal an dich rangehen. Nein, ich mache das mit meinen psychopathischen Kräften. Der Carlos-Gebirgs-Pokédex sollte nun auch in deinem Pokédex-Menü erscheinen. Berühre die zugehörige Schaltfläche und schau gleich mal hinein. Dieser entschlossene Blick, du siehst mit einem Mal so erwachsen aus. Aber egal, wir müssen weiter. Bon voyage. So. Die Illumina-Steppe. Gehen wir mal ein bisschen hier hin, weil hier trifft das Wort Steppe besser. Leute, im nächsten Part gucken wir, was mit dem Kraftwerk los ist. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschalten. Bewertet den Parts. Und Masala Vista, Baby.